Hey ihr Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es den dritten Teil meiner Palettenserie Paletten mit A. Ich habe euch schon ein Sammlungs-Decluttering-Video dazu gemacht, ein ganz ausführliches Review-Video zu allen Paletten mit A in meiner Sammlung und jetzt mache ich noch ein Ranking-Video, aber nur mit den Paletten, die es jetzt aktuell auch noch erhältlich gibt. Das sind insgesamt 11 Stück. Ich habe sie in eine Reihenfolge gebracht, von meiner persönlichen unbeliebtesten Palette hin zu meiner Lieblingspalette mit A. Und in der Reihenfolge würde ich euch das jetzt gerne einmal zeigen. Mein Platz Nummer 11 ist die Ariel Palette von Catrice aus der letzten Limited Edition mit den Disney Princesses aus dem letzten Jahr. Die gibt es aber aktuell immer noch erhältlich. Ich mag die Palette eigentlich von der Optik her sehr. Ich finde das Gold im Hintergrund sehr schön. Ich finde diese Diamantförmchen sehr besonders. Die Töne sind, also es ist einfach viel Schimmer drin. Es ist was Passendes zur Unterwasserwelt farblich drin, aber auch was Neutrales. Also man kann was Buntes machen, muss man aber nicht. Eigentlich finde ich das so in der Übersicht ganz hübsch. Was mich aber stört und ich weiß auch von vielen von euch, dass es euch genauso stört, sind einfach, dass zu viele Schimmertopper in dieser Palette drin sind. Also die Palette hat sowohl matte Farben als auch so ein paar metallische Schimmertöne, aber eben auch viele Töne, die so ein bisschen Farbe abgeben, aber hauptsächlich so aus gröberem Schimmer bestehen und eher als Topper funktionieren, als Solo aufgetragen. Das finde ich hier ist einfach ein bisschen zu übermäßig vorhanden. Man braucht für die Palette, finde ich, auch am besten noch so einen Glitter-Glue, damit eben, also so eine ganz klebrige Base, damit eben nicht so viel Glitzerschimmer auf das Gesicht runterrieselt. Ja, da wurde einfach ein bisschen übertrieben für meinen Geschmack. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch in dem Video auch nochmal meinen Lieblingston, also farblich meinen Lieblingston der Palette. Das wäre in diesem Fall die Farbe Bubble. Ich finde, der spricht mich so sehr an, dieser ganz helle, leicht Gold-Champagner-Ton. Ich habe ihn euch hier geswatcht und ich finde, da kann man ganz gut dran erkennen, was ich meine mit diesem Topper-Problem. Der ist nämlich, wie ihr vielleicht sehen könnt, ne, nicht gleichmäßig durchgängig wie so ein metallischer Farbton, sondern sehr bröckelig. Und das Glitzer allein auf meiner Hand ist schon überall, aber nicht nur auf dem Swatch. Und deswegen, ja, ist das zwar ein wunderschöner Farbton, wenn man den richtig einzusetzen weiß, eben mit einer klebrigen Base ist es auch okay, aber davon gibt es eben für meinen Geschmack zu viele in dieser Palette. Platz Nummer 10 ist diese Palette hier von Sleek, die Eau Naturelle Palette. Die gibt es nach wie vor im Standardsortiment. Ich glaube, ich habe sie seit 9 oder 10 Jahren in meiner Sammlung. Es war eine meiner allerersten Lidschattenpaletten. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt für diese Palette, weil eben ja Erinnerungen dranhängen. Die Palette besteht aus vielen matten Farben. Es sind sehr, naja, wie der Name der Palette auch sagt, sehr natürliche Farben mit einem kühlen Unterton. Also das ist keine klassische Warm-Tone-Palette, wie sie wirklich sehr viel und sehr oft in meiner Sammlung zu finden ist, sondern eher eine kühlere Palette. Was ich daran nicht mag, ich kann leider nicht sagen, ob es damit zu tun hat, dass sie eben schon 10 Jahre bei mir liegt oder ob es von Anfang an so war. Diese helleren matten Farben, die geben nicht so viel Farbe ab. Also die wirken sehr trocken. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es schon immer so war oder ob es sich jetzt verändert hat. Das kann ich leider nicht sagen. Aber es gibt auch noch genug Farben in dieser Palette, die wirklich sehr gut pigmentiert sind, sehr gut funktionieren. Vor allem die dunklen Farben, auch die Schimmer-Metallic-Farben da drin, die funktionieren wirklich sehr gut. Es ist eine Palette, da merkt man einfach, dass sich die Qualität der Lidschatten über die letzten 10 Jahre einfach so krass verbessert hat. Also nicht nur bei teureren Paletten, sondern auch bei Drogeriepaletten. Da bekommt man mittlerweile für wenig Geld hervorragende Lidschatten. Und hier merkt man einfach noch, ja,
die Qualität war damals einfach noch nicht so herausragend gut. Die Farben sind teilweise ein bisschen fleckig, gerade die dunklen Farben. Aber auch hier zeige ich euch nochmal meinen Lieblingsfarbton, und zwar ist das dieser hier. Und der funktioniert auch noch mega gut. Das ist so ein ganz schöner metallischer Braunton. Und da könnt ihr auch den Unterschied sehr gut erkennen. Ne? Das meine ich mit metallischen, gleichmäßigen Schimmerfarben, und das ist eben was Gröberes. Ja, die gute alte Sleek Palette. Auf Platz Nummer 9 ist bei mir die I Heart Revolution Aladdin bzw. Prinzessin Jasmin Palette bzw. dieses Fairy Tale Book. Ich finde die Aufmachung dieser Paletten echt sehr süß. Also es sieht halt wirklich aus wie so ein Märchenbuch. Kann man sich in ein Regal stellen und dann würde man vielleicht nicht vermuten, dass da Schminke drin ist. Ich beziehe mich jetzt nur auf die Lidschatten. Die zweite Seite hätte noch Tarnprodukte. Ich finde die Lidschattenseite auf den ersten Blick sehr schön. Es sind bunte Farben, aber ich finde auch passende Aladdin-Farben. So ein bisschen was Goldenes mit dabei. Blau, gerade hier dieses Hellblau finde ich sehr schön. Sehr passend eben zu Jasmin. Ein paar Brauntöne. Also ja, es ist eigentlich von jeder Aladdin-Farbe was dabei, finde ich. Die Farben haben auch Namen. Das hatten die bei der Ariel-Palette übrigens auch. Passend zum Film, zu einigen Charakteren. Die Palette ist an sich so von der Farbzusammenstellung ganz schön. Also man kann sehr harmonische Looks damit schminken. Sie ist von der Qualität durchschnittlich. Deswegen ist sie auch nicht höher gerankt. Ich finde aber für den Preis und für die Menge an Lidschatten bzw. Tarnprodukten, die man bekommt, auch noch in diesem schönen Packaging, ist es absolut in Ordnung. Es gibt durchaus Töne, die wirklich sehr gut sind. Es gibt aber auch einfach ein paar Töne, ja, die sind wirklich nur so mittelpigmentiert. Mein persönlicher Lieblingston ist der Jasminton, der auch so heißt. Das ist einfach ein sehr, sehr hübsches Hellblau, was eben in Kombination mit den anderen Lidschattenfarben sehr schön zur Geltung kommt. Also ich finde zum Beispiel diesen Blauton gemixt mit zum Beispiel diesem Lilaton hier sehr schön. Ja, hat mir gut gefallen. Ein solider Platz Nummer 9. Platz 8 ist bei mir die Revolution Forever Flawless Allure Palette. Ich finde das Packaging super schön, auch wenn es eine Blechverpackung ist. Also mir gefallen persönlich Paletten besser, die eine Pappverpackung haben. Mag ich einfach irgendwie lieber von der Haptik. Die ist hier eben glatt und glänzend, aber an sich ein sehr schönes Muster. Die Palette ist von den Farben her jetzt relativ, na ich sag mal, eintönig. Es ist halt eine Farbfamilie drin, von der aber eben verschiedene Abstufungen da sind, von der auch vor allem verschiedene Finishes da sind. Und das macht die Palette für mich dann doch spannender, als sie vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Man hat matte Farben dabei, feinschimmrige Töne, man hat metallische Töne mit dabei und auch noch so ein paar Toppertöne. Und ich finde das so im Mix, das ergibt einfach, dass die Augen-Make-ups doch immer ein bisschen anders aussehen. Farblich natürlich immer sehr ähnlich, aber man kann doch trotzdem sehr variieren. Also ich mag die Palette unterm Strich, und mein Lieblingsfarbton daraus, würde ich sagen, ist die Farbe Cinnamon. Die schaut so aus. Ist auch eher ein Topper, also hat jetzt nicht so super viel Eigenfarbe. Aber ist eben nicht so grob schimmrig. Und damit kann man, finde ich, sehr schön, auch ohne irgendwie einen Glitterglue verwenden zu müssen, dem Lidschatten-Look nochmal so das gewisse Etwas aufsetzen. Mein nächster Platz ist die Elva 1 Palette von der Marke Odin's Eye. Ich liebe die Farben. Also das ist wirklich absolut mein Beuteschema. Da ist keine Farbe dabei, die mir nicht gefällt. Ich finde auch, also das Packaging finde ich sehr schön mit diesen Kreisen oder Ringen um die Fändchen. Das macht das Ganze, finde ich, nochmal so ein bisschen hochwertiger im Look. Ich finde die Looks mit der Palette farblich sehr schön, aber auch hier habe ich so ein bisschen das Problem, ähnlich wie bei der Ariel-Palette,
Es sind mir ein paar Topper-Shades zu viel. Also ich hätte mich mehr gefreut, wenn die Palette ein bisschen mehr Metallic-Töne drin hätte oder ein bisschen mehr stark pigmentierte matte Töne. Aber trotzdem finde ich einfach die Farbauswahl grandios gut. Mein Lieblingston ist die Farbe Lilac. Auch das zieht sich so durch, ist eben eher ein Topper-Ton, aber eben auch ähnlich wie bei der Allure-Palette fein schimmernd und nicht bröselig. Und der eben getoppt zu diesen lila matten Farben sieht einfach sehr toll aus. Platz Nummer 7. Platz Nummer 6 ist die Elva 2 Palette. Also ja, ich habe mir beide damals so im Doppelpack gekauft. Die Elva 2 Palette gefällt mir eigentlich auf den ersten Blick viel weniger, weil es eben, ja, es sind viele Blautöne drin und ich habe schon damals, als ich sie bestellt habe, gedacht so, oh, ich bin ja nicht so der Blau-Fan auf dem Auge. Gemixt mit den richtigen Farben, wie eben zum Beispiel bei der Jasmin-Palette, alles gut und schön. Aber es sind halt schon sehr viele Blautöne, ne? Dazu auch noch Grüntöne, was auch nicht so meine Favorites sind. Aber ich muss sagen, die Palette hat mich so, so positiv überraschen können. Ich liebe das Make-up aus diesen vier Farben hier mit diesem Pressed Glitter obendrauf. Pressed Glitter ist nochmal anders als Schimmertopper. Der Pressed Glitter besteht wirklich aus, wie der Name sagt, zusammengepressten einzelnen Glitterpartikeln. So, also das gibt keine Farbe unten drunter ab, sondern es ist wirklich so, es sind wirklich einzelne Glitterkörnchen. Nur mit einem Glitterglue zu verwenden, unbedingt. Aber getoppt auf diesen dunklen Brauntönen mit diesem Rosa noch dazu. So ein schönes Augen-Make-up. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Zudem dieser Ton hier, das ist auch mein Lieblingston der Palette. Orange Bonbon. Das ist ein so krasser Neon-Orange-Ton. Ich glaube, so einen guten, matten Neon-Ton habe ich in meiner Sammlung kein zweites Mal. Also auch da das Augen-Make-up damit hervorragend, richtig leuchtend, richtig was Besonderes. Und ja, also die Palette, die ist auch qualitativ, was die Pigmentierung betrifft, wirklich viel besser als diese hier. Und deswegen ist die auch ein Platz höher gerankt als die. Mein Platz Nummer 5 ist von BH Cosmetics die Avocado Toast Palette. Ich finde das Packaging und das Thema sehr, sehr cool. Avocado Toast habe ich ewig nicht gegessen, aber mag ich sehr. Die Palette ist von innen, finde ich, auch sehr, sehr cool aufgemacht. Also ich mag diesen glänzenden, leicht holographisch schimmernden Hintergrund total. Ja, es sind viele Grüntöne drin. Ich hatte ja eben schon gesagt, Grün ist jetzt auch nicht so meine liebste Lidschattenfarbe oder Farbfamilie. Was ich aber an dieser Palette sehr cool finde, es sind wirklich die verschiedensten Grüntöne drin. Von einem ja ganz hellen Limettengrün bis zu einem, was auch immer das für ein Grün ist, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall die verschiedensten Grüntöne, sowohl matt als auch schimmernd. Und dann sind da eben noch Farbtöne drin, die, finde ich, diese Grüntöne so ein bisschen auflockern, die die Grüntöne sehr schön umspielen, um nicht ein komplett grünes Augen-Make-up schminken zu müssen. Was ich eben nicht unbedingt gerne machen würde, weil es mir persönlich auf meinen Augen nicht so gut gefällt. Deswegen hat man eben viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Das finde ich toll. Und hier ist die Pigmentierung 1A Spitzenklasse. Ich bin so, so traurig wirklich darüber, dass BH Cosmetics Insolvenz angemeldet hat. Es kam schon wirklich länger keine Paletten mehr raus und normalerweise war BH Cosmetics da immer sehr regelmäßig in seinen Updates und ich habe so viele BH Paletten in meiner Sammlung und liebe sie wirklich alle, weil die einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis Bombe sind. Ihr bekommt, finde ich, für den Preis oder generell keine bessere Lidschattenqualität als von BH Cosmetics. Und ja, ich habe jetzt gehört, BH wurde aufgekauft von Revolution Makeup. Ist auch eine Marke, von der ich viel in meiner Sammlung habe, von der ich auch viel mag. Aber da ist die Lidschattenqualität
im Vergleich viel, viel schlechter. Nicht super schlecht, aber im Vergleich schlechter. Und ich hoffe einfach, dass es weitergeht mit tollen BH-Paletten und sie nicht irgendwie an Qualität verlieren. Eigentlich kann ja Revolution an Qualität nur gewinnen. Also ich hoffe, dass es so eine Win-Win-Situation ist, aber ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall kommen wir zurück zu dieser Palette. Meine Lieblingsfarbe, das ist jetzt schwierig, ist, glaube ich, die Farbe Hass. Hass Avocado, ne? Man kennt sie. Ein ganz toller Grün-Gold-Metallic-Ton. Ja. Also wenn ihr euch an grüne Lidschatten ranwagen möchtet, aber auch nicht so diese komplett grünen Looks feiert, das ist eine Palette, die sehr, sehr, sehr schöne grüne Looks zulässt. Platz Nummer 4 ist von Anastasia Beverly Hills die Amrezy-Palette geworden. Diese Barbie-Pink-Glitzer-Palette ist eigentlich nicht so mein Geschmack, aber egal, von innen sieht sie dafür umso schöner aus. Ich habe schon ganz viel in der Review zu dieser Palette gesagt. Was ich an ihr nicht mag oder schade finde, ist, dass das Blau und das Pink, eigentlich die Farben, die als erstes so rauspoppen, dass die nicht so gut pigmentiert sind. Die haben nicht so krass viel Pigmentierung, nicht so viel Farbe. Man müsste sie so ein bisschen schichten oder eben auf einer klebrigen Base auftragen oder anfeuchten, damit die gut zur Geltung kommen. Finde ich ein bisschen schade. Ansonsten ist die Palette hervorragend pigmentiert. Diese matten Töne hier, die sind next level, die sind so intensiv pigmentiert, dass man tatsächlich auch ein bisschen aufpassen muss. Also ich habe mich, als ich sie benutzt habe, das erste Mal wirklich so ein bisschen erschrocken, weil ich nicht so krass viel Farbabgabe erwartet habe. Aber natürlich toll, wenn man es weiß, bekommt man da richtig gute Qualität. Es sind 2 Plus Glitters drin, die finde ich jetzt auch nicht so schön. Es ist noch ein Negativpunkt, aber insgesamt die Looks mit dieser Palette finde ich einfach so schön, dass sie eben auf Platz 4 gelandet ist. Ja, ich mag vor allem auch diese beiden Rosatöne. Ach, die sind auch so toll. Meine Lieblingsfarbe ist, ich glaube, Anastasia. So ein richtig schön buttriger Roséton. Bisschen krümelig, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Hier seht ihr den, der ist so schön, so hübsch. Kommen wir zum Treppchen. Platz Nummer 3 ist bei mir geworden. Die Lethal Cosmetics After Dark Palette. Das ist eine Palette von Lethal, die fertig zusammengestellt ist. Ansonsten könnt ihr ja bei Lethal eure eigene Lidschattenpalette zusammenstellen. Und ja, das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe mir bisher immer die vorzusammengestellten Paletten gekauft. Ich finde die aber auch unglaublich schön. Ich habe das schon oft gesagt, ich will mich jetzt nicht so krass wiederholen. Diese beiden Farben hier passen für mich null in diese Palette. Ich weiß nicht, was ein Grün und ein Koralle da drin zu suchen haben. Das ist für mich so ein bisschen fehl am Platz, aber vielleicht bin ich auch dafür einfach ein bisschen zu unkreativ. Aber ich bringe diese beiden Töne nicht unter in dieser Palette. Ansonsten alle anderen Töne sind so unfassbar toll. Toll pigmentiert, sowohl die matten Farben als auch die Schimmerfarben. Es sind so hübsche Augen-Make-ups damit rausgekommen. Also ja, ich finde die Palette einfach großartig. Mein Lieblingston ist wieder so ein eher Topper. Wieder so ein lila Flieder-Farbton. Das ist einfach total mein Geschmack. Ich swatchte mal neben dem Ton von der Odin's Eye-Palette und da seht ihr einfach nochmal einen krassen Unterschied. Obwohl die beide sehr ähnlich wirken im Fändchen, ist doch nochmal die Farbabgabe, die Intensität deutlich eine andere. Und ja, das ist einfach ein so hübscher Farbton. Mmh, ich liebe ihn. Platz Nummer 3. Auf Platz Nummer 2 ist eine weitere BH-Palette. Und zwar die Amethyst-Palette aus dieser Birthstone-Kollektion aus dem Jahr 2021. Es gab in jedem Monat eine Palette und ich habe sie mir alle gekauft, alle gesammelt.
Und das hier ist eine, es gibt ein paar Paletten, die ich mir ohne diesen Sammlungsaspekt nicht bestellt hätte, weil ich nicht alle Paletten auf den ersten Blick super ansprechend finde farblich, aber die hier, die hätte ich mir auch so gekauft. Ich finde die unglaublich hübsch. Ich liebe die Farbzusammenstellung und auf dem Auge ist es auch mega. Die Farben sind unfassbar gut pigmentiert. Sie sind unfassbar leuchtend und kräftig auf dem Auge. Also das ist wirklich eine herausragend gute Qualität und ja, großartig. Ich finde ganz toll diesen Hellblauton, der richtig gut umrahmt mit den anderen Farben der Palette zur Geltung kommt. Mein Lieblingston ist, glaube ich, diesmal ein matter Farbton und zwar Le Sexy. Und da seht ihr die Pigmentierung. Also gibt es dazu noch mehr zu sagen? Also das ist herausragend, wirklich. Und das eben für einen Preis, die kostet 10 Euro regulär und ist aktuell sogar, also jetzt, wo ich das Video drehe, aber auch schon länger, reduziert auf 7 Euro. Also wenn ihr sie noch nicht habt, holt sie euch unbedingt. Die ist wirklich großartig. Platz Nummer 1 ist eine weitere Palette aus dieser BH Cosmetics Serie und zwar die Aquamarine Palette. Das ist eine Palette, die hätte ich mir nicht gekauft, hätte ich diese Reihe nicht gesammelt. Ich habe gezweifelt tatsächlich im März, ob ich die Reihe wirklich komplett sammeln möchte, weil das halt eigentlich null meinem Geschmack entspricht. Ich konnte mir keinen Augenblick damit vorstellen. Ich finde die Farben sehr merkwürdig zusammengestellt. Aber Leute, ich habe das schönste Augen-Make-up damit schminken können, was ich jemals drauf hatte, so ungefähr. Eines der schönsten Augen-Make-ups. Jede Palette von dieser Reihe hat einen Pressed Glitter Ton. Und das hier ist der schönste Pressed Glitter Ton, den es gibt. Das ist so ein, ich weiß nicht, ob es ansatzweise doch, es kommt ganz gut rüber. Oh Gott, der ist so wunderschön, dieser Farbton. Und der obendrauf getoppt auf den anderen Lidschatten. Ihr seht das Tragebild. Oh, ich habe mich so in diesen Look verliebt. Das ist wirklich eine Palette, die ist für mich so eine absolute Wundertüte gewesen. Ich hätte niemals erwartet, dass ich sie mögen würde überhaupt. Und jetzt liebe ich sie so sehr und kann sie euch auch wirklich nur ans Herz legen. Ich swatche euch den Pressed Glitter, weil das mein Lieblingston ist. Ich lasse ihn hier auf dem Finger. Unfassbar toll. Ja, also das ist meine allerliebste Palette mit A, was ich niemals gedacht hätte. Gut, dann kennt ihr jetzt meine persönliche Reihenfolge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Es wird natürlich auch in den nächsten Wochen genau die gleiche Videoreihe online kommen zu meinen Paletten mit B. Das ist auch schon alles abgedreht und in den Startlöchern. Also da könnt ihr euch auch drauf freuen. Wenn euch diese Reihe jetzt gefallen hat, gebt mir unbedingt mal ein Feedback dazu. Und ja, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.